könnt ihr euch noch an diese Menschen erinnern? Freiheit! 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 Also für mich liegen die Querdenken-Demos und der sogenannte Sturm auf den Reichstag schon ewig hinter uns. Um die ganze Szene scheint es ruhiger geworden zu sein. Aber sie sind nicht weg. Sie haben sich nur ein anderes Thema gesucht. Die Bauernproteste. Behörden warnen vor der Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten. Querdenker wollen Demonstrationen für sich nutzen. Mischen sich Querdenker unter die Bauern? In diesem Video zeigen wir euch, wie ein radikaler Teil der Querdenkenszene die Bauernproteste als Trittbrett für rechtes Gedankengut nutzt. Biberach, traditionell weltoffen, voller Energie. Biberach ist ein kleiner Ort in Baden-Württemberg und genau dort sollte am 14. Februar der politische Aschermittwoch der Grünen stattfinden. Am selben Tag war auch eine Bauerndemo angemeldet. Hier wollten Landwirte wie in ganz Deutschland friedlich gegen geplante Vorhaben der Regierung protestieren. Aber es kam komplett anders als gedacht. Denn Biberach wurde von einer aufgebrachten, zum Teil sogar gewaltbereiten Menschenmenge förmlich überrannt. Selten war der Hass gegen einzelne Politikerinnen so spürbar wie an diesem Tag. Das Resultat? Im baden-württembergischen Biberach mussten die Grünen ihre Veranstaltung absagen. Aus Sicherheitsgründen. Wie konnte das so eskalieren? Um rauszufinden, wer noch auf der Demo war, mussten wir tief ins Rabbit Hole und haben systematisch Telegram-Gruppen durchsucht. Mit dem Schlagwort Biberach finden wir einen ersten Veranstaltungshinweis auf Telegram in der Gruppe Querdenken 831 Kempten. Und das bereits am 1. Februar, 13 Tage vor der Eskalation. 3 Tage später geht ein weiterer Aufruf viral. Wer Jürgen Trittin, Ricarda Lang und Cem Özdemir mal live sehen will und mit ihnen ordentlich abfeiern möchte, sollte am 14. Februar um 11 Uhr an der Stadthalle in Biberach sein. Das wird ein Spaß. Endlich richtig gute Politiker begrüßen. Insgesamt 8000 Menschen erreicht allein dieser Post. Bis zum 13.02., also einen Tag vor der Veranstaltung, finden wir Aufrufe in mehr als 20 Telegram-Gruppen mit über 69.000 Mitgliedern. Das ist eine ziemlich krasse Reichweite. Zur Einordnung, Biberach hat gerade mal 30.000 Einwohnerinnen. Kommt, wir schauen uns die Kanäle jetzt mal ein bisschen genauer an. Nicht allen von uns analysierten Gruppen sieht man die Nähe zu Querdenken direkt an. Man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Die Telegram-Gruppe Du bist dabei in Friedrichshafen ist ein gutes Beispiel. Der Name klingt erstmal total harmlos. Aber neben zahlreichen Nachrichten zu Biberach wird auch sowas mit der Community geteilt. Arzt lässt C-Bombe platzen. Corona-Skandal, was uns allen verschwiegen wird. Chemtrails werden von der US-Regierung angeordnet. Ex-FBI-Agent packt aus. Ganz offensichtlich geht es vielen Gruppen nicht nur um eine Solidarität mit den Bauern. Aber dazu später mehr. Am Tag der Veranstaltung explodieren die Zahlen auf Telegram dann komplett. Das Schlagwort Biberach wird an diesem Tag in mehr als 260 Nachrichten erwähnt. Mit fast 730.000 Aufrufen. 730.000. Krass. Von so einer Online-Reichweite können die Grünen sonst nur träumen. Zum Vergleich, ihr Livestream zum politischen Aschermittwoch des letzten Jahres hatte gerade mal 2.800 Aufrufe. Uns fällt in den Gruppen ein YouTube-Link auf, der besonders häufig geteilt wurde. Ein Livestream direkt aus Biberach. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem oberschwäbischen Biberach an der Riss. Die Person hinter der Kamera stellt sich uns als Marco vor. Online ist er auch bekannt als Zeitzeuge M. Und im Video wird schnell klar, sein Feindbild sind vor allem die Grünen. Die 4 grünen Säulen der Vernichtung. Echt ist geil. Guck mal, McLang ist auch geil. Und damit ist er auf der Demo nicht allein. Denn der Grünhass ist überall. Wo ist die grüne Tonne? Besonders verächtlich sind die Demo-Materialien zu Ricarda Lang und anderen Frauen bei den Grünen. Dieser abwertende, teils aggressive Ton ist nicht selten. Ganz im Gegenteil. Die Wut gegen grüne Politikerinnen nimmt immer weiter zu. In den letzten 5 Jahren sind die Angriffe gegen Grüne um über 600% gestiegen. Bei Gewaltdelikten waren es über 150%.
Seit Juli 2022 teilt Marco seine politischen Gedanken in seinem eigenen Telegram-Kanal. Dort macht er während der Corona-Krise zum Beispiel mobil gegen das Impfen und gegen den Lockdown. In seiner Bio beschreibt er sich selbst als Zeitzeuge, der sich mit der Wahrheitssuche und der Aufklärung des tiefen Staats auseinandersetzt. Der Ausdruck tiefer Staat kommt von dem englischen Deep State und bezeichnet angeblich illegale Machtstrukturen im Inneren eines Staates. Und habt ihr das Q hinter dem Begriff bemerkt? Das ist die Abkürzung von QAnon. Die Bewegung mit rechtsextremem Hintergrund hat ihren Ursprung eigentlich in den USA und war zum Beispiel auch bei dem Sturm auf das Kapitol in Washington beteiligt. Nothing can stop what is coming. Nothing! In Deutschland glauben auch viele Querdenker an ihre Verschwörungsmythen. Zurück zu Marcos Livestream. Hoffentlich verreckt er. Ja, die Leute haben Druck im Kessel, wie man hört. Die meisten Leute sind neutral gekleidet. Unter den Demonstrierenden sind auch viele Bauern und Bürgerinnen mit legitimen Anliegen. Uns fällt ein Plakat auf. Unbequem gleich rechtsextrem. Einige Demonstrierende fühlen sich zu Unrecht mit dem Label rechts gebrandet. Auch Marco betont im Stream. Also ich habe hier noch keine Rechten gesehen. Geschweige denn irgendwelche Nazis oder so. Moment, wirklich gar keine Rechten? Genau in dieser Sekunde fällt uns hinten im Bild ein Mann auf. Leider ist die Quali im Stream zu schlecht, um genaueres zu erkennen. Aber wir haben dieses Foto zugespielt bekommen, das unseren Verdacht bestätigt. Auf dem Hoodie ist der Slogan Ruhm und Ehre und ein Wehrmachtsstahlhelm zu sehen. Hier ein ähnliches Modell. Der Slogan Ruhm und Ehre ist eine Abwandlung von Blut und Ehre, dem Motto der nationalsozialistischen Hitlerjugend. Ruhm und Ehre ist heute ein verbreiteter Slogan in der rechtsextremen Szene. An einer anderen Stelle im Video entdecken wir eine schwarz-weiße Flagge. Auf dem Pulli des Fahnenträgers ist genau die gleiche Flagge zu sehen. Der Adler ist das Wappen der Preußen. Das Wappen selbst ist gar kein rechtsextremes Symbol. Aber es wird sehr häufig von Reichsbürgerinnen verwendet. Und die glauben daran, dass das Deutsche Reich und damit eben auch Preußen immer noch existieren. Genau diese Verschwörungstheorie entsteht in den 80er Jahren und findet heute immer mehr Anklang. Ich nehme mal den Arm wieder runter hier. Wenn man den rechten Arm hebt, ne, das ist ja jetzt gerade auch nicht mehr so gerne gesehen. Ne? Wir klicken uns weiter durch den Stream von Marco. Zwei Plakate sind immer wieder zu sehen und irgendwie kommen sie uns bekannt vor. Sie wurden auch mehrfach in den uns bekannten Telegram-Gruppen geteilt. Der Slogan "Wir packen das Übel an der Wurzel" ist ein direktes Hitler-Zitat und wurde als Kampfansage gegen demokratische Parteien und die jüdische Bevölkerung genutzt. Ursprünglich stammt das Plakat von einem Unternehmen aus Hessen. Seine Absicht? Eine vernünftige Unterhaltung mit allen Beteiligten über die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Deutschlands. In einer Sprachnachricht fasst Marco den Tag für seine Followerinnen so zusammen. Fickt euch, echt ganz hart. ARD, SWR, Schäbige. Eine Schande für den Journalismus ist es. Ihr unterstützt diesen aufziehenden Krieg hier im Land. Der Livestream von Marco geht ganze 2 Stunden und hat knapp 27.000 Aufrufe. Im Vergleich zu seinen anderen Videos ist das eine ziemlich fette Reichweite. Woher kommen die ganzen Klicks? Das hat Marco unter anderem einer Telegram-Gruppe zu verdanken, Bauern und Verbraucher geeint. Denn dort wurde sein Stream zur Primetime am 14.02. mit fast 30.000 Menschen geteilt. Die Telegram-Gruppe gibt es bereits seit 2022. Und als die Bauernproteste letzten Dezember wieder größer wurden, explodieren ihre Mitgliederzahlen. Auf den ersten Blick haben sie wenig mit Querdenkern wie Marco am Hut. Sie geben sich als Solidaritätsgemeinschaft. Schön, dass du dabei bist, unsere Bauern zu unterstützen. Wähle dein Bundesland und schließe dich mit den Menschen in deiner Umgebung zusammen. Der Hashtag Die Ampel muss weg ist auch unter zahlreichen Posts zu lesen. Die meisten von ihnen sind im Ton populistisch. Doch wir haben das Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Dafür haben wir ein spezielles Netzwerkanalyse-Tool genutzt, das zeigt, welche Gruppen Bauern und Verbraucher geeint weitergeleitet hat. Und das Ergebnis hat uns echt erstaunt. Die meisten geteilten Nachrichten stammen aus dem Kanal von Eva Herrmann. Niemand sonst wird so viel in der Gruppe zitiert. Für alle, die sie nicht kennen. Frau Herrmann flog bereits 2007 als Tagesschausprecherin beim NDR raus. Der Grund? Umstrittene Äußerungen zur Familienpolitik in der NS-Zeit. Später wurde sie populär auf Telegram. Und heute ist sie eine Ikone des äußeren rechten Rands. Was auch immer wieder geteilt wird, sind das rechtsextreme Kompakt-Magazin und die Freien Sachsen. Die Freien Sachsen sind laut Verfassungsschutz eine Gruppierung von Neonazis und NPD-Funktionären. Sie sind als Partei organisiert und bilden ein Bindeglied zur Querdenkenszene.
Mehr Infos zu den Freien Sachsen könnt ihr zum Beispiel hier im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Die Gruppe von Bauern und Verbraucher geeint ist gar nicht so harmlos, wie wir am Anfang gedacht haben. Denn sie ist eng verbunden mit einflussreichen rechtspopulistischen und rechtsextremen Kanälen. Und das ist noch nicht alles. Erinnert ihr euch noch, wie die Fähre von Robert Habeck blockiert wurde? Die regionale Untergruppe Bauern und Verbraucher geeint Schleswig-Holstein war einer der ersten Kanäle, die für die Blockade mobilisiert haben. Achtung! Robert Habeck lädt heute zum Bürgerdialog um 16.45 Uhr im Fährhafen Schlützil ein. Wir zünden hier gleich ein Feuerwerk. Das wird so geil. Uns fallen in der Gruppe noch zwei andere Personen auf, die mit großer Wahrscheinlichkeit die Admins von Bauern und Verbraucher geeint sind. Mit einem weiteren Analysetool können wir die Gruppenmitgliedschaften der beiden aufdecken. Und die Liste spricht für sich. Einige Gruppen lassen sich schnell der Querdenkenszene zuordnen. Zum Beispiel Corona Process, Einkaufen ohne Maske, ungeimpfte Singles oder Querdenken 5.3. Andere Gruppen gehören zu einem radikaleren Spektrum. Zum Beispiel die Arminius-Erben-Gemeinschaft. Die Reichsbürgerorganisation ist seit 2020 auf Telegram aktiv. Das selbstgesteckte Ziel? Wir kämpfen für die Freiheit dieses Volkes. Es gibt für uns kein anderes Ziel. Wir haben das klare Ziel, Freiheit für das Volk, Freiheit für unsere Familien, ein schönes Leben für unsere Familien und für unsere Kinder. Unsere Netzwerkanalyse zeigt uns deutlich, rechte AkteurInnen der Querdenkenszene sind eng mit der Telegram-Gruppe Bauern und Verbraucher geeint verbunden. Der Fall Biberach macht klar, wie schnell rechte, radikale Haltungen online in realer Gewalt enden können. Und das ist kein Zufall, denn Teile der Querdenkenszene nutzen die Bauernproteste gezielt, um ihre Ideen in der Allgemeinheit zu verbreiten. Das war unser neues YouTube-Format für die Spur. Schreibt uns doch gerne unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und was wir uns zukünftig genauer anschauen wollen. Ihr wollt wissen, mit welchem Zweck rechte Gruppen soziale Projekte wie Kleiderkammern gründen? Dazu haben wir eine ganze Doku gemacht und die könnt ihr hier in der ZDF-Mediathek sehen.